Ja, diesmal haben wir Junge drin gehabt. Schaut ziemlich grob aus, auch da unten. Wir müssen heute einmal den Nistkasten runterklappen, sauber machen. Ja, das ist auch im Herbst so Arbeit. Und die Beißer schon ziemlich locker. Also marode, irgendwann wäre er runterfallen und dann haben wir ein Riesenproblem. Aber der Kasten ist noch perfekt, den werde ich nur mit Leinölfirnis, nur meinen Einstreicher. Den Betonkasten setze ich rüber auf die andere Seite. Und dann ist der Nistkasten, also diese Problemzone da wieder behoben. Alle anderen Kästen kann ich lassen, da fällt so gut wie gar nichts. Das Schöne ist, ich habe da einen Kippmechanismus und so kann ich die Stange schön runterklappen. Dass man die Handschuhe zieht, weil da lauter Mildenzeug drin ist. Also der war nicht stark besetzt, weil er eben falsch aufgehängt war. Schauen wir mal, wie es da drin ausschaut. Das kann also, ah ja. Na ja, da war schon was drin. Und da kommt auch die Jugend ist ja. Ja, diesmal haben wir Junge drin gehabt. Schaut ziemlich grob aus, auch da unten. Ganz schön fest drin. Der geht nochmal. Ich mache den auch nicht ganz
richtig sauber, also nichts mit Spülmittel oder irgendwie sowas. Soll man gar nicht. Und mit Wasser mache ich es auch nicht. Hat noch nie was gefehlt. So. Ein bisschen die Schraubenloch ziehen und dann schaut eigentlich richtig nostalgiemäßig aus. Ah, hebt. Machen wir die Klappen wieder zu. Kasten Nummer 1 ist fertig. Es gibt einen Betonkasten. Das ist die Sonne, die blendet einfach. Das ist das. So schäbig die Sonne ist, aber. Na, weil die so tief steht. Aber ja, fertig ist er. Ja, Betonkasten ist richtig positioniert. Sagen, jetzt klappt man wieder auf, alles fertig. Und fertig. Ja, schaut wieder perfekt aus. Ja. So, die Nistkasten haben wir wieder optimiert. Ich habe die ein bisschen versetzt. Den Betonkasten habe ich nach unten da. Den Betonkasten habe ich jetzt nach unten. Ja, und so sollten wir das am Herbst dann immer machen. Ich habe es jetzt ein paar Jahre nicht gemacht. Aber die heben jetzt wieder ein paar Jahre und warten bis zum nächsten Jahr, bis die ersten Stare wieder kommen. Also mit diesem Sinne, das war ein Nistkasten-Flock. Die anderen bleiben alle so. Ja. Den da oben darf ich gar nichts tun, weil da über Nacht ein Specht, ein Buntspecht. Ja, der kommt schon alle 4 Wochen lang, jeden Tag. Also bleibt er so, wie er ist.
Also mit diesem Sinne, habe ich Ehre, mach's es gut, Helmut Dernke Filmschmiede, bis zum nächsten Video und Nistkasten ist einfach immer wieder was Geiles.